Das Pentagon ABCDE ist eingeschrieben im Halbkreis mit Durchmesser AE und Zentrum O, wie in der unpräzisen Zeichnung hier runter. Seine Winkel A und E messen jeweils 68 Grad und 78 Grad. Wie viel Grad beträgt der Winkel C? Zuerst übertragen wir diese Zeichnung auf unser Arbeitsblatt und nennen den unbekannten Winkel Alpha. Das Dreieck OED ist ein gleichschenkliges Dreieck, denn die Seite OD ist Radius vom Halbkreis, die Seite OE aber auch. Und in jedem gleichschenkligen Dreieck sind die zwei Basiswinkel gleich groß, also hier 78 Grad und 78 Grad. Die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks beträgt immer 180 Grad, also hier 78 Grad plus 78 Grad plus diese Winkelöffnung Beta beträgt 180 Grad, woraus wir sofort schließen, dass Beta 24 Grad misst. Wir machen dieselben Überlegungen in diesem Dreieck OAB, das ebenfalls gleichschenklig ist. Die zwei Basiswinkel sind gleich groß und die Summe der Innenwinkel beträgt 180 Grad, woraus wir schließen, dass dieser Winkel Delta 44 Grad misst. Wir nennen den Winkel BOD Gamma und erkennen sofort, dass Beta plus Gamma plus Delta 180 Grad beträgt, woraus wir schließen, dass Gamma gleich ist zu 180 Grad minus Beta, also minus 24 Grad, minus Delta, also minus 44 Grad, und somit haben wir herausgefunden, dass dieser Winkel Gamma 112 Grad misst. Das Dreieck OCD ist ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Basiswinkel wir Omega nennen. Das Dreieck BOC ist auch ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Basiswinkel wir Phi nennen. Und jetzt drücken wir aus, dass die Summe der Innenwinkel des Vierecks OBCD gleich 360 Grad ist, also Alpha plus Gamma plus Omega plus Phi ergibt 360 Grad. Daraus schließen wir, dass Omega plus Phi gleich ist zu 360 Grad minus Alpha minus Gamma, also minus 112 Grad. Und somit wissen wir, dass Omega plus Phi gleich ist zu 248 Grad minus Alpha. Aber Omega plus Phi ergibt auch diesen Winkel Alpha. Und aus diesen zwei Gleichheiten schließen wir, dass 248 Grad minus Alpha gleich ist zu Alpha. Jetzt setzen wir dieses minus Alpha links vom Ist-Zeichen. Somit steht links Alpha plus Alpha, also zweimal Alpha. Und da 2 mal Alpha 248 Grad ist, muss dieser Winkel Alpha, den wir suchen, 124 Grad messen.